Hallo und herzlich willkommen zurück. Und zwar, wir haben ja jetzt hinter dem Kamin diesen geheimen Gang zu irgendeinem unterirdischen Labor gefunden. Und genau da werden wir heute weitermachen. Ihr seht es hier. Jetzt gehen wir schnell hier rein. Wir haben ja, wenn wir jetzt mal auf unsere Karte hier schauen, ihr seht, die gelben V heißen, es ist schon alles hier abgeschlossen. Also ich glaube, es bleibt nicht mehr allzu viel. Wo sind wir hier? Wenn wir jetzt hier hingehen. Genau, hier unten. Und irgendwo gibt es ja hier noch irgendwas, was wir noch nicht erkundet haben. Aber ich glaube, das war nicht hier. Wir gehen jetzt nochmal schnell einen Schritt hier raus. Genau, und drehen uns nämlich jetzt hier um. Jetzt müssen wir mal schnell gucken. Ne, wir müssen uns auf die andere Seite hier umdrehen. Ah ja, schaut mal an. Hinter dem Riss in der Wand befindet sich etwas Wichtiges. Ich brauche ein spitzes Werkzeug, um sie mir näher anzusehen. Ein spitzes Werkzeug, das passt nicht. Was haben wir sonst noch als spitzes Werkzeug? Halt. Ist natürlich blöd, weil wir mir hier so da drauf denken, kann es passieren, dass wir immer auf Menü klicken. Ein Spitzenwerkzeug. Okay, da müssen wir auf jeden Fall noch was suchen. Was haben wir hier? In dem Fass befindet sich etwas Flüssigkeit. Okay, da werden wir bestimmt noch irgendwas brauchen. Jetzt schauen wir schnell nochmal hier auf die Karte. Wir brauchen aber immer noch diesen Weg, genauso wie hier oben. Das sind nicht erkundete Bereiche, wo wir eigentlich hingehen könnten. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass das geht. Schauen wir mal schnell hier rum. Da befindet sich auch etwas Flüssigkeit innen drin. So, wenn wir hier rausgehen, sind wir... Hä? Wo sind wir jetzt hier rausgekommen? Ach so, ja. Sind jetzt nur falsch rum von dem hier. Aber wie kommen wir zu diesen Räumen hier hin? Jetzt Moment mal. Von dem Raum bringt es uns gar nichts, weil wir hier keine Öffnung haben, so wie hier. Also wenn wir jetzt hier sind, müssten wir eigentlich irgendwie einen Durchgang. Jetzt warte mal, was steht denn hier in dem Buch drin? Habe ich etwas gemacht, das meinen Brüdern seit langem nicht gelang. Ich bin auf Spuren der Nachform von Rudolf gestoßen. Es handelt sich um ein Mädchen, eine Weiße. Ich weiß jetzt, wie ich sie adoptieren kann. Zara ist meine Tochter. Ironie des Schicksals. Ich werde die Vaterrolle für ein Kind übernehmen, dessen Tod eine neue Ära einleiten wird. Etwas muss ich noch festhalten. Das Amulett, das ich für das Ritual benötige, wurde bei dem persönlichen Gegenstand des Mädchens gefunden. So viel Glück konnte ich gar nicht fassen, daher wollte ich es testen. Ich habe die Zauber gestern angewandt und das Amulett in die Feuerstelle geworfen. Es blieb die ganze Nacht über unversehrt. Jetzt weiß ich mit Sicherheit, dass das Amulett echt ist. Okay. Wir können noch umblättern. Erschaffung des Golems. Das ist ja diese Stein... Ah, nicht Stein, sondern Lehmriesen. Okay, dann haben wir hier... Das ist halt einfach jetzt hier sein Tagebuch, was er hier geführt hat. Aber wohl besser, bevor er dafür hoffentlich hat, dass das Mädchen nicht gegen ein anderes vertauscht. Okay, das ist jetzt alles, was wir wissen. Und wir haben jetzt hier auf jeden Fall schon mal wieder eine Aufgabe. Jetzt warte mal, das Amulett ist in die Feuerstelle. Ich brauche eine Zange. Genau, Zange haben wir. Carl has taken precautions. Ich habe vorhin getroffen, ich muss eine Möglichkeit finden, das Amulett aus der Feuerstelle zu holen. So, jetzt haben wir natürlich das hier wieder, was wir lösen müssen. Das dürfte ja nicht allzu schwer sein. Ich denke mir, dass wir eigentlich vom Anfang her gleich alles finden. Bis auf natürlich ein Teil wieder. So, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch zwei Sachen. Eins haben wir hier. Oh ne, heute ging es eigentlich ziemlich schnell. So. Achso, wir brauchen die Zange wieder. Da haben wir doch das Amulett. So, nochmal eine Zange. Ich muss es irgendwie abkühlen. Was haben wir hier?
irgendwie abkühlen? Haben wir irgendwas? Warte mal, wir haben einen Schöpflöffel. Was haben wir hier drin in der Kiste? Oh, ein Zahnrad. Gibt's hier noch irgendwas? Kupfersulfat. Da können wir nichts weiter mitnehmen. Wir brauchen jetzt irgendwas, wo wir Wasser bekommen, weil ich denke, mit der Kelle können wir bestimmt irgendwie Wasser aufnehmen. Was brauchen wir hier? Achso, da war das mit dem Schloss. Haben wir eigentlich unseren Hammer noch? Ne, den haben wir schon abgegeben. So, jetzt mal schnell hier schauen. Ich brauche Wasser. Ich sollte herausfinden, was der Inhalt von einem Fass mit diesem Symbol darauf hat. So, was war jetzt das hier? Ne, das war... Shit, was stand jetzt hier? Oh, das hätte ich mir natürlich jetzt merken sollen. Ne, also hier glaube ich finden wir nichts mehr. Und da waren wir schon, also können wir hier eigentlich wieder rausgehen. Jetzt warte mal, müssen wir unser Buch anschauen. Wir haben hier eine Aufgabe. Warte mal, voller Staub, da brauchen wir unseren Staubwedel. Vielleicht nochmal. Na? Jetzt. So. Anleitung. Von jedem Zeichen führt eine Linie zu einem Ornament. Verbinde die Ornamente derselben Zeichen. Das geht... wie soll mir das verbinden, ne? Ach so. Warte mal, das ist... Wo geht das hier hin? Genau, das stimmt. Dann nehmen wir jetzt einfach mal das hier. Wir machen jetzt das alles schön nach der Reihe. Also hier. Und hier. Dann machen wir gleich das hier. Das ist da. Wo ist das andere Symbol hier oben? Das müsste eigentlich das hier sein. So, das ist da. Und das ist da. Stimmt auch. Düt, lange Schlange. Wo ist das VS hier oben? Das mache ich jetzt mal nur mit den Augen. Das Dreieck. Aber warte mal, das haben wir ja schon. Das geht hier lang. Das ist das hier. Und das geht hier rein. So, jetzt haben wir ja nur noch diese zwei. Da müssen wir es eigentlich haben. Ja, wir haben es. Also, wir haben jetzt gefunden. Jetzt muss ich mal gucken. Was war jetzt das hier für eine Flasche? Salpeter, Eisen, Kupfer... Kupfersulfat, glaube ich, war das. Lass mal schnell gucken, das Zeichen. Ja, das war Kupfersulfat. Haben wir nochmal in Einsicht? Ja, Hammer. Kupfersulfat, ihr seht es hier. Das war das hier. Symbolen, die in keinem von den Morgensbuchen zu sehen waren. Da haben wir unseren Golem. Was anderes, glaube ich, gibt es hier nicht als Hilfe. Gehen wir schnell nochmal auf unser Buch. Ja, wir müssten jetzt eigentlich diese Räume hier entdecken. Laut dem Symbol ist in diesem Fass mit... Was? Laut dem Symbol ist diese Fass mit Wasser gefüllt? Laut dem Symbol? VVS. Jetzt warte mal, hier wieder umblättern. VVS ist Wein, Ethanol. Wasser. Wir bräuchten irgendwas mit diesem Dreieck. Halt. Nee, bleib mal bitte da. Also, was mit diesem Dreieck? Also, Ethanol, Wein. Dreieck, Dreieck.
Was war das hier? Dreieck und wie eine Sichel. Dreieck und eine Sichel. Königswasser. Okay, dann werden wir jetzt einfach mal das hier ausprobieren. Das hier mit unserem Ding funktioniert. Nee. Wie kriegen wir aber jetzt hier was aus diesem Fass hier raus? Ist hier irgendwas mit diesem Dreieck? Ah! Wieso brauchen wir einen Schlauch, um damit Wasser abzufüllen? Wir haben doch eine Kelle. Nee, aber wir brauchen jetzt wirklich einen Schlauch. Können wir irgendwo hin? Wie kommen wir in diese Räume hier? Wo kriege ich denn jetzt einen Schlauch her? Achso, was heißt dieses X überhaupt? Bereich noch nicht freigeschaltet. Unerforschte Zone. Unerforschte Zone. Bereich noch nicht freigeschaltet. Also hier kommen wir gar nicht rein. Wir brauchen einen Schlauch. Haben wir einen Zahnrad? Haben wir irgendwo, wo ein Zahnrad gefehlt hat? Nicht, dass ich wüsste. Was ist das hier überhaupt nochmal? Ah, jetzt komme ich immer hier auf das Menü. Feuerzeug. Kühle das Amulett ab. Ja, da bin ich gerade dabei. Wir haben hier Wasser. Wir brauchen jetzt natürlich einen Schlauch. Ich habe aber jetzt nirgendwo irgendwo einen Schlauch gesehen. Also ich... warte mal. Der Schlauch war außen, glaube ich, am Wasserhahn. Warte mal, warte mal, warte mal. Wenn mich nicht alles täuscht, war irgend... genau, da ist er doch. Ich brauche etwas, um ein Stück abzuschneiden. Ja, super. Wo kriege ich jetzt ein Messer her? Jetzt warte mal. Wo kriege ich ein Messer her? Wir hatten ja eigentlich ein Schwert. Das haben wir aber wieder abgeben müssen. War das jetzt nicht irgendwie in seinem Laden? Ne, hier sind wir sowieso falsch. Das ist die Bar. Ja, Mensch, wo kriege ich jetzt ein Messer? Aber nee, hier war das ja mit dem Käse. Okay, stimmt. Also Käse ist hier, aber wo habe ich jetzt hier irgend... Wir haben doch irgendwo ein Messer rumliegen sehen. Wo war das? Gehen wir mal schnell hier in den Laden rein. Nee, ich könnte mich nicht mehr daran erinnern, wo ich mal ein Messer gesehen habe. Aber bei irgendeinem Suchbild, glaube ich, war doch ein Messer dabei. Wobei ich aber denke, dass wir für die Ratte bestimmt irgendwas mit dem Käse brauchen. Ob jetzt natürlich Ratten so scharf auf Käse sind, weiß ich jetzt nicht. Aber was anders zu essen, wenn es jetzt hier heißt köstlich, haben wir ja selber noch nicht gefunden. Ein Messer. Na, ich glaube, hier drin ist schon mal nichts mit einem Messer. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir auch wieder draußen. Was war das? Rote V. Zone nicht aktiviert. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal in unser Zimmer. Muss doch hier irgendwo ein Messer rumliegen. Ach so. Den Kleiderschrank haben wir ja auch noch nicht offen. Irgendwo hier im Zimmer nachschauen. Können aber auch hier unten schon mal nichts verwenden. Können das Bild aber auch nicht umdrehen? Nee. Da haben wir schon alles.
kriege ich denn jetzt hier ein Messer her? Muss ich jetzt wirklich alle Räume hier abklappern? Da ist unser Kamin. Ich weiß gar nicht, ob wir das vielleicht auch noch irgendwann einmal benutzen sollen. Gute Frage. Wir haben auf jeden Fall noch nichts gefunden. Gehen wir mal schnell hier ins Büro nochmal hoch. Das kann doch nicht was. Ah, was haben wir hier? Okay, haben wir zwar die Hand, wir können aber nichts mitnehmen. Ein alter Globus mit einer Karte der Konstellationen drauf. Das bringt mir auch nichts. Ich weiß nicht, ob wir dann, wie gesagt, die Waage noch irgendwas brauchen. Oder für was ist dieses Zahnrad? Da ist auch nichts. Jetzt müssen wir mal schauen. Hier oben war doch unser Zimmer. Da war das Büro. Ne, ich würde sagen, wir müssen rausgehen. Also hier, glaube ich, werden wir nichts finden. Jetzt gehen wir mal hier hinter. Da sind wir am Laden. Machen wir mal zurück. Hier sind wir ja in dem Café. Da waren wir ja eigentlich auch schon. Aber wo dieses Zahnrad hier rein soll, habe ich natürlich keinen blassen Schimmer. Nee, da gehen wir jetzt einfach wieder raus. Ah, das sind Leute. So, jetzt lassen wir hier... Na, warte mal, wo waren wir jetzt? Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Wieso brauchen wir jetzt hier, um ein Stück abzuschneiden? Wir haben nichts zum Abschneiden. Genau, und hier geht es Richtung Friedhof. Ja, da müssen wir mal hier hinschauen, ob wir vielleicht hier irgendwas finden. Na, schaut mal das an, schon wieder. Ja, hier stimmt nämlich irgendwas am Spiel nicht. Jetzt fängt die schon wieder so an. So, jetzt sind wir wieder da. Das lassen wir gucken. Oh, was ist denn jetzt los mit dem Spiel? Warum spinnt denn das jetzt die ganze Zeit wieder? Es ist wieder schwarz. Warte mal, jetzt gehen wir mal hier hin. Müssen wir halt so springen, dann geht es wenigstens wieder. So, ein Messer, Messer, Messer. Das kennen wir ja schon. Öffne die Gruft. Das, ja, kennen wir wirklich schon. Das haben wir schon gelesen. Da haben wir eine Mörser. Da ist ein Schlüssel. Ich könnte mich nicht mehr... Au! Da ist ein Schwert. Naja, mit dem könnte man aber schon mal was durchschneiden, aber das funktioniert ja nicht. Na, jetzt geht's wieder, schaut hin. Braucht irgendwas, um den Schlauch durchzuschneiden. Vor allem haben wir den anderen eigentlich schon gar nicht mehr gesehen. Was schon mit dem, wo wir uns im Café treffen wollten, ne? Wir müssten aber zu diesen zwei Räumen eigentlich hinkommen, wenn ein Fragezeichen da steht. Aber wie komme ich dahin? Was haben wir hier? Da kann man auch was machen. Da haben wir ein Maskenteil. Also da müssen wir trotzdem mal schauen, ob wir nicht hier noch irgendwas anklicken können. Hier ist nichts mehr. Oh nee, oder? Hätten wir uns die lange Suche ersparen können. Ein Elefant. Elefant, Elefant, Elefant. Da ist eine Eule.
Ja, jetzt lass mal den Elefanten mal, such mal da mal die anderen Sachen. So, Tiger. Schloss. Ölkanne. Was ist das hier? Das ist keine Ölkanne, oder? Nee. Ein Schloss. Krone, Elefant. Ah, Elefant ist hier. Die Krone ist hier. Bären. Schachtal. Schachtal ist hier. Die Bären sind da. Maske. Da braucht man dann unser Teil dafür. Aber wo ist der zweite Teil? Ah, hier hinten, ne? So. Maske. Löffel, Rohrzange, Ölkanne. Die Rohrzange. Das ist eine Schiebler, glaube ich. Ja. Da haben wir die Rohrzange. Eule, Pferd. Eule. Pferd. Kreuz, Dame. Haben wir das Teilstück hier. Mikroskop. Das Mikroskop. Ich weiß ja nicht, wie das früher ausgeschaut hat. Vielleicht das hier? Nee. Mikroskop. Da müssen wir auf jeden Fall noch mal warten. Also Mikroskop, Schloss, Fahrtenmesser. Mikroskop, Schloss. Schloss, Schloss, Schloss. Da ist ein Hut, ein Sack. Brief, warte mal, Brief haben wir gerade gesehen. Löffel und Ölkanne. Ja, also ganz ehrlich, jetzt wird es glaube ich schon ein bisschen schlimmer. Das da hinten ist ein Kelch. Hat nichts mit einer Ölkanne zu tun. Ah, das ist für mich aber... Na okay, doch, das ist eine Ölkanne. Stimmt schon, da haben wir jetzt nur den Griff zum Pumpen nicht gesehen. Da haben wir das Schloss. Löffel, Mikroskop. Löffel. Was ist das hier überhaupt für ein Bauteil? Fahrtenmesser, wo ist... Ah, das Messer werden wir für den Schlauch brauchen. Wo ist aber... Das... Warte mal, gehört es nicht zu dem... Nee. Wo kommt dieses Messer rein? Fahrtenmesser, ich habe gedacht, die haben immer so eine Schnur dabei. Trotzdem fehlt mir aber immer noch dieses Mikroskop. Ah, warte mal, hier oben. Ne, oder was ist denn das hier? Hä? Ne, da passt nicht rein. Wo ist das Mikroskop? Ja, ich weiß, haben wir zu viel geklickt. Das ist ein Telefon. Ah, da hinten ist sie. Da. Also wir haben das Fahrtenmesser und jetzt brauchen wir, wie gesagt, noch das Mikroskop. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schaut das aus? Also in der früheren Zeit, wie ich kenne es halt noch, wie, dass man halt hier sowas drauflegt und dann an einem Rädel drehen kann, dass man hier das vergrößert. Sack, irgendein Brief, Hut, Kerzen, keine Ahnung, Gläser, hier ist ein Adler.
Das weiß ich nicht, was das sein soll. Das auch nicht. Hier haben wir ein Band. Das denke ich eher wie eine Luftpumpe. Tablett, Öllampe, Kartoffelsack, Spiegel, Sack, Schraubzwinge. Was in der roten Kiste ist, keine Ahnung. Bügeleisen. Das glaube ich ein Kelch und das eher wie eine Kaffee- oder Teekanne. Ein Telefon. Das ist, wie heißen die Dinger? Ist das nicht da, wo man den Kopfdurchmesser messen kann? Irgendwie früher von den Ärzten. Da haben wir einen Becher. Das hier weiß ich nicht. Was ist das da hinten? Eine Vase, eine Statue. Dann hier so Behälter. Schieblehre. Ein Winkelmesser. Okay. Schaut früher ganz anders da aus. Ihr seht es selber. So, jetzt können wir auf jeden Fall unseren Schlauch hier durchschneiden. Warte mal, das war hier. Unser Messer. Wir haben ein Stück Schlauch. Und können jetzt zu dem Fass gehen. Halt. Wo war das Wasser? Jetzt warte mal, das war Wein. War das jetzt hier drin? Da haben wir Wasser. Ich brauche eine Kelle, ja, das haben wir ja schon. So, Kelle mit Wasser. Dann müssen wir zum Feuer. Das war nicht hier. Wo leck mir Marsch, wo war denn das Feuer? Da. Wir verschütten hier aber auch nichts, müsst ihr dazu sagen, ja? The water is burning. Also, Wasser kann nicht brennen. Kriege ich jetzt wieder den Schlauch hier irgendwie weg? Das Wasser zu reinigen. Können wir das hier reinschütten? Nö. Jetzt warte mal, wir haben hier was Grünes und da was Grünes. Achso, spitzer Gegenstand, vielleicht hilft hier unser Messer. Ah, und hier fällt unser Zahnrad. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Wir haben hier auf jeden Fall noch was Grünes. Ja, aber was, was bewegt sich hier? Da ist der Ausgang. Schauen wir mal trotzdem nochmal schnell hier rein. Ist hier irgendwas anders da? Aber wenn das hier grün ist, heißt auf jeden Fall, dass wir hier was machen können. Jetzt schauen wir trotzdem mal schnell hier rüber. Achso, Messer, Käse. Jetzt können wir uns das Stück rausnehmen. Und jetzt werden wir auch mal schnell hier in den Laden reingehen zu unserer Ratte und werden ihr den Käse geben. So, jetzt ist sie weg. Wir haben die Kamera. Ich brauche eine Warte mal, Kamera um... Was war jetzt mit der Kamera? Für die Fußabdrücke, glaube ich. Wo ist unser Ofen? Der war hier. Sind die Fußabdrücke noch da? Ja. So, Kamera. Aber können wir überhaupt kein Bild machen? Shit, wie war jetzt unsere Aufgabe hier? Wie komme ich jetzt wieder zu unseren Aufgaben? Was können wir jetzt hier noch verwenden? Das Messer? Nö. Brecheisen? Nö. Warte mal, das hier vielleicht? Irgendwas mit Salz? Die Lampe, Feuerzeug,
Staub. Ah, aber dann haben wir vielleicht den Staubwedel hier. Nee, das geht auch nicht. Und hier geht aber schon mal nichts auf. Warte mal, hier haben wir Wasser und Wasser. Ob wir hier irgendwie unser Ding hier nehmen können? Nein. Oh, schon wieder. Was stimmt denn jetzt hier mit dem Spiel nicht? Außer, warte mal, vielleicht geht da irgendwas am Friedhof auf. Das Tor vielleicht. Nee, das ist auch nur zu. Also, wir sind hier unten. Da ist noch alles zu. Also die Kamera war jetzt für die Fußabdrücke, glaube ich. So, vielleicht bin ich das Amulett da. Da haben wir das mit den Fußabdrücken. Was war jetzt mit dieser Kamera? In der Gruft. Jetzt war da mal Aufgaben. Was? Nutze reines Wasser, um das Amulett abzukühlen. Nutze reines Wasser. Also wir müssen irgendwas. Jetzt warte mal, jetzt schauen wir trotzdem nochmal schnell auf unsere Karte. Tagebuch. Wie kommen wir jetzt mal schnell hier alles umblättern? Wie bekommen wir reines Wasser her? Wasser. Eisen, Olivenöl, Zink, Wein, Zimt, Ethanol. Königswasser. Jetzt warte mal, wo haben wir... Das müsste Königswasser sein. Ja, aber wie soll ich das hier rausmachen? Jetzt nehmen wir halt einfach nochmal Wasser hier mit. So, Möglichkeit finden, um das Wasser zu reinigen. Also das funktioniert schon mal nicht. Dann müssen wir das vielleicht hier oben reinschütten. Was um reines Wasser? Mensch, wie machen denn wir das jetzt? Ich frage mich, was in dieser Wand hier hinten drin ist. So einen Schlüssel, glaube ich, haben wir gar nicht. Ne, haben wir nicht. Was machen wir mit diesem Fotoapparat? Aber irgendwas müssen wir hier doch machen können. Laut dem Symbol ist diese Fass mit Wasser gefüllt. Also einmal war Wein, Ethanol. Aber wir können ja hier nichts rauszapfen. Ne, Leute, seid mal nicht böse, ich brauche einen Hinweis. Was habe ich hier übersehen? Ja, aber was soll denn... Was soll denn hier rein? Da fehlt halt was von dem Stein, aber... Ich wüsste nicht was. Was soll denn hier rein? Ah, habt ihr das gesehen? Der Hinweis muss nachgeladen sein, bevor du ihn nutzen kannst. Hier gibt es etwas Interessantes, das du suchen könntest. Versuche es, ohne Hinweise zu finden. Das haben wir aber doch vorhin gar nicht gesehen. Truhenschlüssel, oder? Haben wir einfach nicht so lange hingeschaut, wie sich das Rad hier gedreht hat. Kann natürlich auch sein. Aber da wären wir jetzt sowieso nicht drauf gekommen. Also da hätte ich noch länger suchen können. So, jetzt gehen wir mal erstmal zu dieser
Truhe. Hä? Wer bist denn du jetzt? Die Wasserexperimente haben ausgezeichnete Ergebnisse gebracht. Die erhaltene Probe enthält den Geruch, die Farbe und am wichtigsten den Geschmack von reinem Wasser. Gute Arbeit. Keine Autopsie wird im Blut des toten Gift entdeckt können. Es gibt nur einen negativen Effekt, die Flüssigkeit brennt. Nur so kann man es von echtem Wasser unterscheiden. Die folgende Formel kehrt die Wirkung wieder um und das Gift wird zu reinem Wasser. Okay. Also brauchen wir jetzt die Sachen. Greis, das und sagen wir jetzt mal die Kerzenständer. Greis. Ne, wir müssen irgendwas hier reinschütten. Also erstmal irgendwas mit diesem Greis. Jetzt gehen wir einfach mal nochmal schnell hier raus. Wein, Ethanol. Kreis des, des. Ach so, warte mal. Ah ja, schaut hin. Salz, Kupfersulfat ist unsere Flasche. Und wo ist unser Kerzenständer? Essig. Ah, das was wir haben. Ja, das haben wir alles in unserem Inventar. Salz. Sulfat und unseren Essig. Okay, ihr wisst Bescheid. Das kriegen wir hin. Sehen wir dann erst in der nächsten Folge, was daraus wird. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Tschüss.